So Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, heute mit einem ganz speziellen Gast, Edmond von Ringlife. Ich denke, ihr werdet ihn alle kennen. Er hat ein ganz, ganz bekanntes Format. 5 Runden, 5 Fragen. Und ich habe heute die Ehre, ich darf dieses Format mit ihm heute hier abdrehen. Aber ich habe einen Vorschlag für Edmond heute. Ihr kennt alle Mo, mein Trainer. Seit über 3 Jahren an meiner Seite. Er betreut mich auch mittlerweile als Trainer und ich denke, wir sind sehr, sehr erfolgreich zusammen. Ich würde sagen, Mo betreut heute Edmond in der Ecke, damit ich nicht nur psychisch, ich denke, für eine Psyche ist Edmond sehr, sehr gut. Mo kennt mich so gut wie kein anderer. Er wird ihn ein bisschen betreuen, er wird ihm ein bisschen helfen. Und ich für mich habe beschlossen, ich würde heute auf jeden Fall Gas geben. Ich denke, das ist bei Edmond wichtig, weil bei Edmond darf man nicht zu sehr schleifen lassen. Man muss da schon wirklich viel, viel mehr geben als bei normalen Sparringspartnern. Edmond ist ehrgeizig. Man hat in den ganzen Formaten vorher gesehen, dass Edmond immer aufs Gas drückt und das auch ernst meint. Und Edmond hat ja auch bei einem Stream gesagt, dass er das auch sehr, sehr ernst nimmt mit mir und er mir auch zeigen will, dass er einiges einstecken kann. Und das will ich natürlich heute austesten. Tja, Felix, er macht sich mal gefasst auf das Sparring mit mir. Ich hoffe, der ist gut vorbereitet. Wird ihm das härteste Sparring seines Lebens liefern. Vergiss mal den WM-Kampf danach am 26.03. Der echte Kampf, der findet zwischen Ringlife und Felix Sturm statt. Natürlich werde ich aufpassen müssen, dass ich den Felix ein wenig schone, weil der Mann hat ja dann bald auch einen Kampf. Kann ja nicht dahin gehen und den Weltmeister da vor seinem Kampf bearbeiten. Ich glaube, das war keine gute Idee, dass ich das im Stream erwähnt habe. Und dem Mo vertraue ich nicht. Der hat mich heute verraten. Ja. Der wird mir safe die komplett falschen Tipps von vorne bis hinten. Mo ist Trainer. Er wird dich betreuen. Leg mal los. Scheiße. Oh, yeah. Oh, dann bist du eigentlich aufgeregt. Nicht mehr als vor jemandem an Sparring. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, Edmond ist wirklich gut, wirklich sehr, sehr gut. Er ist kompakt und kommt ein bisschen auf meinen nächsten Gegner, der auch nach vorne kommt, der versucht im Infight was zu machen, der versucht die Distanz zu überbrücken. Irgendwo ist das auch ein willkommenes Sparring jetzt gerade, weil ich kann schon mal ein paar Sachen üben für meinen nächsten Gegner. Edmond, wenn ich Vaseline benutze für das Sparring, das bedeutet, ich nehme das Sparring sehr, sehr ernst. Mir fehlen die Worte heute. Kann man sich noch krank melden? Ach, mein Bein! Ich glaube, ich habe mir was gezogen. Ist zu kalt, ich muss nach Hause. Eigentlich soll der Mo heute in meiner Ecke stehen und für mich psychisch eine Unterstützung sein. Bis jetzt macht er das immer nur schlimmer. Ich glaube, der Kameramann muss es mal testen. Oh, nicht schlecht für den Kameramann. So, liebe Freunde, jetzt geht's los, jetzt lassen wir es knacken. Aber nicht meine Nase hoffentlich. Alles gut.
Ich dachte, der Mo will mir Tipps geben. Gar nichts. Man läuft doch rund. Hast du gehört, was das, wie das geknallt hat von uns? Wenn es rund läuft, soll der Trainer besser nicht sagen. Läuft doch rund. Ich hab dich angehört, als wäre eine Atombombe hochgegangen, als ich den Jab direkt gefressen habe. Boah! Runde Nummer 4! Wie findest du bis jetzt, Felix? Macht Spaß. Edmund kann boxen. Edmund ist so auch einer, der nicht zurücksteckt, der auch einsteckt und auch zurückgibt. Kannst du dir vorstellen, den auch öfter im Sparring zu haben? Ja, Edmund passt ja ein bisschen auf meinen nächsten Gegner. Dann ist er nicht sein Hauptberuf. Aber ich denke, wenn er ein paar Profikämpfe machen möchte oder es macht, wird er sehr, sehr gut abschneiden. Ich fick Logan Paul. Jawohl. Und Jack Paul auch. Genau. Hintereinander. Oh. Der eine oder andere Leberhaken hat sich getroffen, oder? Boah. Ohne Witz. Mega hart, aber heftig. Man sieht, ich glaube, ich bin auch ordentlich gezeichnet. Aber das sind die Spuren, wenn ich Spaß hatte. Hey, Felix. Ich schwör's dir, das war danke, eine Riesenfreude. Du bist ein unglaublicher Boxer, also das brauche ich ja nicht zu verheimlichen. Ich bin ja aufgewachsen, ich habe deine Boxkämpfe angeschaut, die von Abraham und so. Für mich war das immer so, wow, einmal mit ihnen Sparring machen, um zu sehen, wie sind die wirklich im Ring, ne? Jetzt habe ich das gespürt. Wie alt bist du jetzt? 40? Ich bin 43. 43, ich bin 29. Er ist einfach 14 Jahre älter als ich und prügelt mich hier durch den Ring wie so ein kleines Kind. Man muss ja auch ehrlich sagen, du machst das sehr, sehr gut. Du merkst einfach, du machst dir schon Gedanken. Den Ziel, den du hast, der passt zu dir. Also ich würde dir auch kein anderes Ziel empfehlen. Ein bisschen Variabilität noch reinbringen. Ja. Oberkörper ein bisschen mehr bewegen, weil daraus kannst du selbst lange Hände überbrücken, den Angriff ein bisschen mehr reinschlagen. Ich glaube, dann wird dir nochmal einen riesen Schritt nach vorne machen, auch boxerisch. Ich habe so einen Respekt, weil du hast mir direkt in der ersten Runde einen linken Haken gegeben. Direkt an das Kind, da ist mein Schädel schon kurz durch die Gegend gewirbelt und habe ich gemerkt, oh shit. Ich muss richtig vorsichtig sein und dann ist man noch ein Stückchen gehemmter. Aber mit der Zeit habe ich mich ein bisschen besser eingefunden. Ich wollte auch antesten, ob das wirklich hart ist bei dir. Wie und? Du sagst, ja, das stimmt. Das ist hart. Also du steckst schon was weg. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich auf die Bremse gezogen habe. Irgendwie. Ich habe schon ein bisschen Dampf gemacht. Ist gut. Vor allem, wenn du jemanden gegenüberstehen hast, der es auch wissen will, der sich auch nicht zu schade ist, einen zu kriegen. Das können ja nicht viele Leute. Ja. Die teilen gerne aus, aber stecken nicht gerne ein. Und das ist halt auch eine große Qualität, die man erstmal haben muss, die haben nicht viele, weißt du? Davon muss man schon sehr, sehr viel Respekt haben. Danke. Wie gesagt, war mir eine unglaubliche Ehre. Danke. So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war ein sehr intensives Sparring. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil Edmund ein Kämpfer ist, Edmund boxen kann, er auch Spaß an diesem Sport hat, er es mit Leidenschaft betreibt und man hat nicht alle Tage lang jemanden, der wirklich so viel Kampfgeist hat und auch noch lernen möchte. Mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Edmund und ich hatten im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Wir werden uns noch so zwei, drei nette Sachen für die Zukunft überlegen. Mal schauen, was wir zusammen auf die Beine stellen. Und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Riesenfreude. Danke für deinen Besuch. Folgt Edmund, abonniert
abonniert seinen Kanal, weil das ist ein Mann vom Fach. Er weiß, über was er redet. Es macht einfach Spaß. Er ist authentisch. Er ist kein Blender, wie so viele, die es gibt leider auf dem YouTube-Kanal. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, Glocke und alles andere bekannt ihr. Bis zum nächsten Mal. Drückt einen Daumen hoch für mein blaues Auge.